Heidi ho, liebe Freunde auf Facebook, YouTube, Twitter und Co. Hier ist wieder der Jörg von Bodemotion. Heute mit einem kleinen Quick-Tipp zum Thema Eventfotografie. Ich bin heute auf dem Familientag-Sommerfest des LSV Lünen. Man hatte mir die Chance gegeben, mein Auto hier zu platzieren, so ein bisschen Werbung zu machen, Leute zu treffen. Und sowas nehme ich eigentlich grundsätzlich immer gerne in Anspruch und auch gerne wahr, weil es macht zum einen Spaß und zum anderen sollte man nicht unterschätzen, wie viele Menschen man hier trifft. Einfach weil man mit seinem T-Shirt rumläuft, weil man Fotos macht, man kriegt immer irgendwelche Visitenkarten, wo es dann heißt, Mensch, kannst du mir nicht mal was schicken, was du da gemacht hast und so. Und darauf sollte man sich auf jeden Fall einstellen. Das heißt, Eventfotografie ist nichts, was man einfach macht und niemanden kennenlernt, ja, wo man irgendwem aus dem Weg geht. Das heißt, bereitet euch darauf vor, seht nicht aus wie 3 Tage Waschbär, sodass ihr einfach auch ein bisschen ansehnlich seid und den Leuten einfach auch freundlich begegnen könnt, ohne euch schämen zu müssen. Des Weiteren erlebe ich immer wieder, wenn man losgeht und man hat jetzt jemanden dabei oder jemand, der vielleicht einfach nur ambitionierter Fotograf ist, der rennt dann rum und weiß nicht, was er fotografieren kann und soll. Man wartet immer so auf den Impact, auf die spannenden Sachen. Und dabei ist eigentlich so ein Event vollständig zu 100% spannend und besteht aus vielen kleinen Teilen. Also zum Beispiel, wenn irgendwas aufgebaut wird. Ja, hier beim LSV werden natürlich Sportangebote wahrgenommen, da werden dann Bälle geworfen, es werden Ansprachen gehalten, es werden Gruppenfotos gemacht und. Fotografiert die kleinen Sachen, fotografiert vor allen Dingen aus der Ferne, aus der Nähe, ja, verschiedene Perspektiven, einfach mal draufhalten, ja, durch die Opulenz, die wir jetzt haben mit der Digitalfotografie, kommt es ja auf nichts an. Wenn ihr 100 Fotos habt, habt ihr 100 Fotos, das ist kein Problem. Aber wenn ihr immer bewusst fotografiert, wenn ihr sagt, ja, das muss dann sitzen und da habe ich irgendwie einen künstlerischen Anspruch, das geht nach hinten los, weil ihr einfach hinterher nicht die Auswahl haben werdet. Ja? Irgendwann werdet ihr geübter darin werden und sein, dass ihr solche Situationen erkennt. Aber gerade wenn ihr am Anfang steht, schnappt euch die Kamera, schnappt euch vielleicht die Kit-Linse, die ist super dafür. Ja, in meinem Fall habe ich hier auf der EOS M die 18 bis 55 mm. Meine Partnerin, die Verena von Lichtweise, hat einen 85 mm, ist damit natürlich ganz stark im Telebereich. Mit Freistellung und Bouquet und so kann da Porträts machen, aber ist natürlich sehr unflexibel, wenn es um den Nahbereich geht. Und mit so einer Linse seid ihr eigentlich gewappnet, ja? Vor allen Dingen macht keine Experimente. Stellt die Blende ein bisschen geschlossener ein, sodass ihr auf jeden Fall treffsichere, scharfe Fotos habt, die ihr dann dem Kunden, dem Auftraggeber geben könnt. Hier geht es nicht darum, den künstlerischen Anspruch zu verwirklichen, wo man sagt, ja, das sind Fotos, anhand denen werde ich erkannt. Das geht bei Konzerten, wenn ihr vorne steht, ja, wo ihr einfach dann schon Erfahrung habt. Aber wenn es hier losgeht, dann geht es wirklich darum, die Stimmung einzufangen, die Menschen kennenzulernen, Verbindungen zu den Menschen aufzubauen. Wenn ihr also einer eine Hantel hebt, wenn ihr einer ins Würstchen beißt, ja, das kann alles schon spannend sein. Und da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein und ein Auge drauf werfen. Vermeidet es, die Menschen allerdings in peinlichen Situationen zu fotografieren. Kaum jemand mag es zum Beispiel, rauchend fotografiert zu werden. Ja? Oder wenn man sich gerade verschluckt oder wenn einem was aus dem Mund läuft oder so. Lasst den Quatsch also sein, schmeißt die Bilder hinterher weg. Aber seid auf jeden Fall mittendrin. Ja? Macht mal lieber ein Foto mehr als eins zu wenig. Ja? Verwendet eine variable Brennweite, damit ihr eben flexibel reagieren könnt. Oder eben in meinem Fall, da ich überwiegend mit Festbrennweiten arbeite, habe ich halt eine variable Brennweite und eins dann wirklich für den speziellen Fall. So habt ihr dann auf jeden Fall Vielfalt bei den Bildern. Ihr habt Porträts, ihr habt weitwinklige Aufnahmen, ihr könnt Gruppenfotos machen, allesamt sind scharf. Was ich auch immer ganz gerne mache in solchen Fällen ist, ich fotografiere im AV-Modus, damit ich halt mir keine Gedanken um die Blende machen muss. Ich stelle dann irgendwie sowas ein wie ISO 200, 400, je nachdem, wo ich mich bewege. Hier ist natürlich, ihr seht es, mega Sonne, mega cooles Wetter, das heißt auf jeden Fall Licht genug. Das heißt für mich aber auch, ISO 200 reicht. Eine Blende von 5,6 macht alles ausreichend scharf. Und und den Rest macht die Kamera. Sondern marschiere ich rum und dann kriege ich halt meine Bilder. Ich habe häufig die mittenbetonte Belichtungsmessung, damit ich halt irgendwie immer so einen Bildstil habe. Und wenn ihr unterschiedliche Kameras benutzen solltet, achtet in jedem Fall darauf, dass die Uhrzeit der Kamera richtig eingestellt ist, auf beiden Kameras identisch. Warum? Weil ihr hinterher, wenn ihr aus mehreren Quellen die Bilder in einen Topf werft, ja,
und die Kameras haben unterschiedliche Uhrzeiten, dann könnt ihr den Ablauf des Tages nicht so sauber konstruieren. Dann wird es anstrengend für euch, es ist fehlerbehaftet, lasst es einfach sein. Ja? Stellt die Kameras ein, richtige Uhrzeit und dann ab dafür. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr sowohl den kompletten Ablauf, in meinem Fall dann den Tag, von Anfang bis Ende in der richtigen Reihenfolge dokumentiert. Ihr werdet spannende Fotos haben, ihr werdet abwechslungsreiche Fotos haben, ihr werdet unkompliziert durch den Tag gehen, weil ihr euch keine Gedanken um die Technik machen müsst. Das habt ihr vorher gemacht, indem ihr die Blende ausgewählt habt und die Belichtung. Und dann geht es wirklich nur noch darum, irgendwie cool zu sein, nett zu sein, freundlich zu sein, vor Ort zu sein, die Augen offen zu halten. Ja, nehmt die Kamera einfach so griffbereit, dass ihr sagt, okay, ich kann loslegen. Ja, und dann lauft ihr durch die Gegend, guckt ein bisschen nach links, guckt ein bisschen nach rechts. Oh, guck mal, da wird ein Ball geworfen. Zack, Foto. Ja, oder hier wird der Grill angefacht, der riesen Rauchwolke. Zack, Foto. Und so kommt ihr dann zu euren Ergebnissen. Der Auftraggeber wird garantiert einen richtigen Eimer voll toller Fotos bekommen. Und das wird euer Markenzeichen sein, weil ihr habt das Event toll eingefangen. Und, wie gesagt, stellt euch darauf ein, ihr werdet tolle Leute kennenlernen. In meinem Fall habe ich heute mal ebenso die Ansage bekommen, Mensch Jörg, sei doch mal so gut, schick mir mal das Gruppenfoto, was du gerade gemacht hast. Ne? Ich gucke auf die Visitenkarte, Mitglied des Bundestages. Was will ich mehr? In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr mit Events umgeht. Ob ihr vielleicht noch Ergänzungen habt. Das sollte mein Quick-Tipp sein. Ich wünsche euch viel Spaß damit, viel Erfolg. Lasst mir einen Kommentar da, teilt das Video und so weiter. Ich freue mich auf euer Feedback. Euer Jörg.